Hallo, ich bin's, die Testmama. Wir haben am Wochenende wieder schön gebastelt und zwar diesmal mit Playmates. Mosaikset mit über 2000 von diesen kleinen Kügelchen drin. Und direkt noch sechs so eine Vorlagen, die schon farblich schön gestaltet sind und die die Kinder dann bekleben können. Wer Playmates noch nicht kennt, das sind halt, wie gesagt, diese bunten Maiskügelchen. Die bestehen zu 100% aus biologisch abbaubaren Produkten, also Mais, Wasser und Lebensmittelfarbe. Also völlig unbedenklich, auch wenn man sie mal anleckt oder verschluckt aus Versehen oder so, ne? Kann ja bei Kindern vorkommen. Geeignet ab 3 Jahre, sagt der Hersteller, und dem ist auch so, es ist wirklich einfach. Damit zu basteln macht Spaß und das Wichtigste, es macht keine Sauerei. Alles, was ihr braucht, ist ein Lappen, den müsst ihr nass machen und gut ausfringen, weil zu nass dürfen die Playmates-Teilchen auch nicht werden, weil sonst wird es wirklich eine matschige Angelegenheit. Wie gesagt, der nasse Lappen, die Playmates-Kügelchen und eine Vorlage. Hier, das sind unsere Kunstwerke, das hat der Große gemacht. Da habe ich mich versucht, da hat mir die Kleine die Playmates-Teilchen gegeben. Da hat die Kleine gebastelt. So wunderschön geworden. Ich wollte halt ein bisschen sparen und habe nicht richtig, also ich habe sie schon nass gemacht, aber nicht richtig drauf gedrückt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Und die halten ja nicht so richtig. Also wirklich richtig nass machen und ordentlich raufdrücken, damit das auch richtig hält. Sonst müsst ihr das alles nochmal neu machen. So. Der Einzige, der wirklich richtig gearbeitet hat, hier ist der Große. Man kann sie auch längs kleben oder halt so. Man kann die auch super aneinander kleben. Dann macht man sich halt eine Kette oder sonst was. Also hier hält sogar noch besser als auf Papier. Andere zum Runterladen, die mache ich euch dann in die Infobox. Ein kleiner Tipp noch von mir: Ihr könnt natürlich auch alles andere ausdrucken. Hier ist My Little Pony, die Kleine ist ja gerade totaler Fan davon. Und dann nimmt man einfach die Playmates und beklebt es halt hier so nach Wunsch. Um das vielleicht stabiler zu machen, vielleicht vorher ausschneiden und auf Pappe kleben. Und danach ist es doch ein schönes Geschenk. Für Oma und Opa, die freuen sich doch immer über sowas. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit mir und ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Bis dahin, tschüss!